Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge am Arsch. Wir machen aktuell hier das Feld ein bisschen breiter. Wir begradigen ein bisschen. Ich habe hier gerade einen Baumstumpf entdeckt. Da müssen wir hier noch ein bisschen ignorieren. Beziehungsweise drüber fahren. Eine Möglichkeit auch noch erstellen, wenn es geht. Das werden wir bei Gelegenheit mal wegfräsen. Wenn wir Zeit haben. Haben wir nie Zeit, ne? Da bist daran bis zum Baum. Also einen Baum will ich noch nicht mitnehmen. Da will ich ein bisschen früher rausfahren. Ne? Nach und nach, dass die Geräte da ein bisschen Spielraum haben. Ne? So. So eine ein, zwei reiche Bäume könnte man wegfräsen, ne? Müssen wir einen Traktor nehmen. Die rasen wir auch, da muss ich mal schauen. Ein Harvester fahren wir deswegen nicht hin. Den können wir dafür nehmen. Und da ist sogar die Fräse, glaube ich, sogar. Das ist nicht da. Aber in einer Ecke ist er. Schön gewaschen und sauber, ne? Ah. Da ist die Fräse. Müssen wir auch mal so ein Ding machen mit dem Forst, ne? Wo wir nur Forstgeräte reinlegen, ne? Ja, das hackt sich fast leer, das ist gut. So, auf zu den drei Bäumen oder vier. Und ich muss auch so hinfahren wegen dem Baumstumpf. Ja, die Aussaat läuft auch weiter. Auf Feld Nummer 12, Gerste und auf Feld Nummer 36 aktuell Gras. Ja, noch gepflügt auf Feld Nummer 4 und Feld Nummer 6, auf 4 mit zwei Fahrzeugen und 6 einer. Mal ganz kurz gucken, wer die schon sind. Da muss Kalk. Oder das Geflügt, das sieht man. Ja, das ist immer. Das täuscht. Das werden die nicht fertig kriegen. Na, Kalk muss keiner rein, das sieht nur so aus. Also da muss jetzt kein Kalk rein, also keine Panik. Da muss nur. Ja, Hopfen rein, ne? Einmal Licht, aber Hopfen werden wir in Not im Frühjahr, das dauert auch eine Weile. Also die werden noch nachts flügen, also da kommen wir heute nicht mehr zu. Aber die Kurse ist ja gespeichert, von daher ist es keine Gefahr. Und eigentlich ist es so, wenn man halt so wie jetzt kann auch normaler Helfer arbeiten, das geht dann auch. Ja, heute ist die Folge Nummer 7. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ne? Tag der Erholung, ne? Nutzen. Wenn Wetter passt, ist gut. Wenn nicht, naja, nehmen wie es ist. Ich sag mal so rum. Für den einen ist Regen schön, für den anderen nicht. Aber denkt bitte dran, alle brauchen nochmal Regen. Sonst hätten wir hier Wüste und wer will schon Wüste leben, ne? Also das ist ungünstig, ne? Wenn überhaupt kein Regen fallen würde. Unsere Unkerei hier mit dem Klimawandel, ich sag mal, das Klima wird sich immer ändern, das ändert sich, das wird sich nicht ändern. Aber ich sag mal so rum, dafür ist das Menschenleben zu kurz, um das so genau zu merken. Ne? So, da haben wir unser Baumstumpf hier, den kleinen. Ich sag, der Mensch hat vieles gemacht, aber Klimawandel
Ich glaube, der Anteil ist dazu zu klein. Das sieht schlecht aus. Ist er an? Ja, an ist er. Dann muss ich anderen nehmen. Standard. Entweder ist er so tief oder das ist zu hoch. Der mag es nicht. Wieso nicht? Nicht schön. Ein Gras mir hinten stören, ne? Okay, nehmen wir die großen mal weg hier. Komm mal hin. Und weg ist der Baum. War nicht viel drin gewesen, ne? Ich hab 1000, 10.000 ungefähr. Und der will auch nicht. Rantasten. Da haben wir ihn weg. Schon wieder 20 Uhr. Wahnsinn. Aber ich wollte die Ecke noch entsprechend nutzen, ne? So viel gibt's nicht, ne? Schwer, einen richtigen Punkt zu finden, ne? Das ist die Höhe an, geht meistens besser. So. Den richtigen Punkt zu finden, ist nicht einfach. Da haben wir ihn.
Der würde nicht so stören, aber den mal auch weg. Und weg ist er. Glaube. So, wollen wir mal versuchen, den Hase kriegen. Den Einzelnen da. Was weit weg geht schon? Dafür bin ich hier dran. Traktor wackelt so doll. Die dann flügen, ne? Ja, hat er gekriegt, das ist gut. Er hat ihn gekriegt. Können wir gleich mal zum Hof schicken, ne? Hauptsache, die anderen werden nicht auf dem Haufen gefahren. Jetzt können wir den Rest auch noch machen. Jetzt werden wir aufrichten. Nicht mehr so dumm nacharbeiten mit dem dass wir geflüchtet haben, muss man ihn auch die Aussaat ergänzt werden. So oder so. So. Weiß ich, ob wir das wieder einstellen müssen? Ne, müssen wir nicht. Jetzt noch. Mit Felder erstellen. Das ist normalerweise eingestellt werden, der Apparat. Daran denke ich, hat man mal 14 Folgen geschafft. Pro Karte. Das waren noch Zeiten. Ich muss dazu sagen, kein Livestream gemacht, da war Freitag. Nur die Marsch fällig. Samstag bearbeiten, hochladen. Und am Sonntag habe ich dann nur in Thüringen gespielt. Habe die aber in der Woche bearbeitet. Und das war ja immer so, dass ich zum Freitag alles fertig haben wollte. Das war ja anders wie jetzt im Prinzip. Guck, hier ist ein Deich. Ups. Ey, der kann sogar schwimmen. Also hier hat der Deich Funktion, ne? Obwohl hier wiederum nicht. Hier ist er zu Ende. Normalerweise müsste dann der Deich, weiß ich, hier zum Hafen und Hafen herum einschließen, ne? Damit es überhaupt Sinn macht. Denn sonst ist ja hier, kann er gerne eine Flut kommen. Also eine Sturmflut, sagen wir mal so, an der Nordsee, und dann kommt das Wasser hier vorbei. Und dann bringt ja nichts, ne? Also rein technisch gesehen, ne? So, überschwenken nach rechts und dann aufrecht auf X. Geht schon? Ne, geht auch nicht. Und dann fahren wir zurück. Ja, das zu diesen, ne? Wenn die Felle entsprechend bestellt sind,
Der ist da gleich fertig. Was ist hier so kahl? Da können wir gleich eingreifen. Zurückfahren können wir immer noch. Dann, der macht ja jetzt eine Luftnummer, ne? Dann können wir mit denen gleich Restarbeiten machen. Rolle den auf. Ich weiß sie auch nicht. Ob sie wieder Mieterblenden sind, ich weiß es nicht. So. Entlassen. So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag. Dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Bis Montag. Tschüss.